Du bist Krankenstation. Ja. Wenn du einen Schuppen maximal vergrößern würdest, weißt du, dann sähe das so aus. Was willst du noch verbessert haben? Wir haben relativ viel Ethanol. Das ist nochmal die Werkbank, damit wir drei machen können, damit wir eventuell auch Schaden machen, wenn wir jetzt nochmal so ein Ding stürmen. Für das brauchen wir Prosperity Stufe 2, das heißt, wir müssen noch irgendetwas anderes. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Ich komm mit, ich komm mit, ich komm mit, ich komm mit. Ich komm mit, ich komm hier komplett Prosperity aufwerten. Ja, nee, für das brauchen wir eben noch eins. Dann würdest du sagen, die Werkstatt, oder? Okay. Autos sind immer super. Macht für mich am meisten Sinn jetzt. Guck mal, der Olli! Du kannst Prosperity aufwerten. Ja, jetzt kann ich Prosperity aufwerten. Ich hab dich mit Carmina ankommen können. Wäre besser. Perfekt. Alter, fall nicht runter. Okay, sie haben jetzt einen Turm drin. Hat sich viel verändert. Ja, nee, oben. Aber ich würde gerne wissen, wo ich die Tasche mache. Oh. Hey, komm rüber. Wir fangen gerade erst an. Greif zu, solange es heiß ist. Was so gut riecht, ist schnell weg. Ich nehme das mal als Kompliment. Mom hält es für eine gute Idee, ein Essen für alle zu veranstalten, für die Moral. Ich schätze, das funktioniert. Wir brauchen alle eine kleine Auszeit. Alle außer ihr, sie macht nie Pause. Erwarte nicht, dass sich das ändert. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal so viele Gäste hatte. Vielleicht, als ich der ganzen Stadt erzählt habe, dass ich mit dir schwanger bin. Mom. Ach, alle haben sich so für Dad und mich gefreut. Es ist nicht perfekt und noch lange nicht fertig, aber es ist schön, etwas zu haben, worüber man sich freuen kann. Darauf trinke ich. Ohne dich gäbe es das alles hier gar nicht. Und jetzt hol dir einen Drink. Hast du dir verdient. Was? Alkohol! Was zum Teufel? Scheiße. Feuerwerk! Sie sind da. Wir müssen die Kinder reinbringen. Komm! Kein Thema, ich hab 600 Werfer. Wir machen das! Ich dachte Feuerwerk. Feuerwerk ist immer gut. Dachte ich auch. Feuerwerk. Toll. Yeah, Feuerwerk. Oh. Nehmt die lieber runter. Ihr wollt doch den Kindern keine Angst machen. Carmina. Jimmy. Keine Sorge, alles wird gut. Tut mir leid. Ich kann's einfach nicht leiden, wenn man Kinder anlügt. Warum macht ihr das? Wegen deines Helden hier. Vor dir lief ja alles bestens. Aber du... Du bist ein beschissenes Problem. Du stiehlst und bringst alles aus dem Gleichgewicht. Wir sollten sie einfach umlegen. Nein, warte. Wir wollen keine Märtyrer. Wir wollen nur allen klarmachen, dass deine Hilfe in Wahrheit ein Fluch ist. Jede Person, der du hilfst, jedes Kind, das du inspirierst, jede Siedlung, die du baust, nehmen wir dir weg. Und wenn du nichts mehr hast, kommen wir zu dir. Nicht fallen lassen. Die einzige Währung in dieser Welt ist Stärke. Und du lässt uns schwach aussehen. Damit ist jetzt Schluss! Wir nehmen dir alles, was du liebst. Zuerst dein Zuhause. Und was wir nicht nehmen können, zerstören wir. Seid nicht hier, wenn wir zurückkommen. Kommt her, kommt her. Oh mein Gott, oh mein Gott. Kommt schon, es ist gut. Alles gut, gehen wir zurück. Na los. Ich hätte alle niedergeknüppelt. Einfach Schaufel werfen. Ja. So. Ne, guck mal, Rainy, da oben, der dritte Stock,
Der ist jetzt nicht mehr in blauem Papier eingehüllt. Das ist cool. Das ja, aber ich will trotzdem mal meine Klamotten ändern. Warte, ich. Die Türen sind zu. Ja! Du Blitzmerker. Das ist nicht gut. Ich muss da rein. Guck mal, ob du das vielleicht jetzt auch bessern kannst. Also, Waffen. Stimmt, das wollten wir ja noch. Na, das war falsch. So. Ja, nice. Bessere Waffen erstellen. Ich glaube, ich hab genug Titan. Hallo. Wenn du einen Schuppen maximal vergrößern würdest, weißt du, dann sähe das so aus. Hey, warum kommen wir jetzt nicht mehr ins Gebäude rein? Was so schön ist? Ich? Nein. Oh, schade. Was mit der Waffe? Also ich habe mir auch schon mal eine gebaut. Du die gebastelt? Wie bitte? Du die gebastelt? Du leckst immer mit. Was du die gebastelt hast? Die optimierte MP5 SD. Ich bin klassischer. Ich brauchte noch irgendeinen Sniper. Ich glaube, für das habe ich mir die optimierte MBP.50. Aber die kostet ein bisschen was. Ist gerade. Aber was ich am Schluss irgendwie haben will, ist so eine Art Tiegel, die ähnlich aussieht wie eine Tiegel. Irgendwie finde ich fast, dass die Blood Dragon, die AJM9 Blood Dragon, sieht relativ ähnlich aus, halt Korne. Hinten am Griff könnte man noch was besser machen, aber sonst ist sie eigentlich relativ ähnlich. Die A99 ist einfach die Tech-9. Also ich habe mir eine Vector gekauft, beziehungsweise ja. Gemacht, und einen Bogen. Und einen Bogen? Ja. Warum Bogen? Leise töten, macht viel Schaden. Ja, der macht echt viel Schaden. Aber ich bin eh nicht so der Typ, der auf normale Waffen steht. Nichts abgefucktes, wenn abgespaced ist. Was ich mir machen könnte, ist noch irgend so eine Art Basen. Ist egal, was ich glaub's so irgendwie. Ne, was ich haben will? Die Fähigkeit, mehr Schaufeln zu tragen. Du lass! War das erst! Du bist super. Schön, dich hier zu sehen. Ich ja! Weiß, dass du helfen nein, bist. Oder? Also wir haben noch relativ viel von diesen. Okay, ich brauch zwei Dingspunkte, dann kann ich mir Schaufeln tragen. Eben wie gesagt, wir haben noch relativ viel Benzin und zwar 100. Oh mein Gott, wir haben nur noch 185, ich nehme zurück. Was wollen wir noch verbessern? Puh, das ist eine gute Frage. Weil ich meine, wenn man da vorne mal so dann würde ich schon sagen, entweder Sprengstofflabor, Heilkräuterkunde oder Kartologie. Also eins der, also Sachen, die wir noch nicht haben, so. Ich mach mal Kartologie. Ich nehme ins Wunder, was das ist. Mir gefällt so. Das steht dran, was du dann für einen Vorteil bekommst, ne? Ich bin so froh, dass egal. Du in unser kleines Tal gekommen bist. Schaltet Karten zum Kauf frei. Zahnräder, Federn, Beute, Fisch und Vögel. Hat's gebracht. Wieso, jetzt können wir Infokarten kaufen. Plan von Vicky Bean. Wissen sammeln, eine Karte, Kaffeegeschäft eröffnen, vom nackten Gesprächspartner ausrauben lassen, Fragezeichen, jemanden finden, der stärker ist als ich und die Drecksarbeit für mich macht, herausfinden, was Orgasmus ist.
Alles wird gut, Bean. Alles wird gut. Ich glaube, für das hilft Wikipedia ja auch nicht. Viel bewegt. Und hast du noch? Haben wir noch? Wie viel hast du noch? 100. Na gut, damit können wir nichts anfangen. Doch. Wir können das Sprengstofflabor, den Heilkräuter und den Helikopter. Expedition. Auch. Machen wir halt das. Warte kurz, bevor du es machst. Ermögliche Schnellreise nach Prosperity. Ja, okay, machen wir. Ne, warte, nächste Stufe. Ermöglicht Expedition und Schnellreise zu befreundeten Außenposten. Expedition hört sich interessant an. Ja, deswegen. Lass doch das. Mach's nur schön, aber nicht. Warte mal, was steht jetzt da? Ich große Patate. Gefunden. Blinder. Ich bin auf dem Heli. Oh. Blinder. Ich bin auf dem Heli. Okay, dann lass mal weitermachen. Easy. Warte noch, die Hauptquest müssen wir annehmen. Ich hab die Infos zu unserer ja. So, Carmina hat mir alles erzählt. Auf keinen Fall werden die Highwaymen sich einfach nehmen, was wir aufgebaut haben. Jetzt werden sie mit allem, was sie haben, zurückkommen. Gut, wir sorgen dafür, dass sie es bereuen. Wir haben nicht viel Zeit, um uns entsprechend vorzubereiten. Deswegen müssen wir ganz genau wissen, wann diese Mistkerle kommen. Ich habe einen Späher vorgeschickt. Beim kleinsten Anzeichen von Ärger werden wir gewarnt. Das sollte uns genug Zeit verschaffen. Ich würde mich besser fühlen, wenn du mal nach ihm siehst, Captain. Sorg dafür, dass er bereit ist. Wir können uns keine Fehler leisten. Wenn diese Mauern fallen, war's das für uns. Oh, sorry, Alter. Die ganze Zugsache. Genau wegen der blöden Bitch-Lache, die laufen einfach so durchs Bild. Er richtig ernst am Labern, dann laufen die anderen so richtig hart durchs Bild. Warte kurz, gucken wir mal kurz was nach. Danke, ja, warte das. Hab ich das eigentlich genommen? Wow, ich weiß, wo man sich umziehen kann. Danke. Oh. Wenn du I drückst, oben auf Charakter. Ach stimmt, das habe ich ja vorhin noch herausgefunden. Ich hätte es dir noch sagen wollen. Da war ja was. Das sieht ja mal geil aus. Ich habe neue Handschuhe bekommen. Alter, ich habe alles so in hässlichen Ritterstyle. Befreit hast. Du weißt, ich helfe, wo ich kann. Es gibt ein Einhornkostüm. Nee, oder? Ach. Warum? Guck's dir an. Taktikonus Einhorn. Nein. So gut, Alter. Okay, Ritter finde ich ja noch cool so. Für den Ritter habe ich jetzt dann bald eine. Aber was ist noch geil, aber ich finde Straßenratte geil. Der ist nicht schlecht. Straßenratte ist echt geil. Ja, ich kann eine Ritterrüstung umrum anziehen, weil ich die schon freigeschaltet habe. Ich habe Handschuhe und Schuhe. Für den Ritter. Ich hab auch den Ritterhelm. Lol, zusammen hätten wir alles. Mir fehlt glaube ich nur noch die Hose. Ja, die Hose ist die einzige, die mir fehlt. Ja, aber ich glaube, ich versuche jetzt Straßenrasse zu kriegen, das komplette Set.